Hallo ihr Lieben, euer Girl. Es ist hier, und herzlich willkommen zurück zu den Super Smash Bros. Stars. Hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute mit dem legendärsten Mario, der legendären Marios. Und zwar Prodigy aka Kurama. Der ist ja irgendwie umgenannt, heißt jetzt Kurama. Früher Prodigy. Und ich hab's damals schon gesagt, Prodigy hat den kreativsten, coolsten Mario. Der macht den krassen Stuff. Und dann haben Leute gesagt, ach, Cecile, Girl, du hast keine Ahnung. Dark Wizzy ist ja tausendmal besser. Dark Wizzy ist auch fantastisch. Aber ich glaube, heutzutage sind wir uns alle einig, wer im besten Mario hat. Kurama polarisiert aktuell, macht richtig gute Results mit Mario und versucht wirklich gegen den besten Charakter mit Mario anzukämpfen. Feier ich. Er hat Mario perfektioniert. Da kannst du nichts mehr raus aus dem Charakter. Und das schauen wir uns jetzt an. Der ist wirklich voll im Hype gerade. Und deswegen schauen wir mal, warum das so ist. Kuramas Mario. Ich war schon immer Fangirl der ersten Stunde. So ist Mario wirklich interessant. Weil ganz ehrlich, Mario ist ja meistens nur Abwehr, Abwehr, Abwehr und richtig Bread and Butter. Easy Stuff, ne? Ist dann Anfängerchar endlich. Aber Prodigy aka Kurama bringt Mario auf ein ganz anderes Level. Super fun to watch. Einfach nur amazing. Deswegen legen wir los und schauen uns mal ein bisschen Gameplay an. So, da wären wir erstmal natürlich hier wieder Grüße an VG Bootcamp, die hat dieses unfassbar coole Tournament-Footage zur Verfügung stellen, sodass ich zum Beispiel darauf reagieren kann oder andere Smash-Profis. Und ja. Wirklich, ohne VG Bootcamp wäre es alles nicht möglich. Deswegen danke, danke dafür. Und jetzt schauen wir uns mal an. Ich habe hier ein Game gegen Zachary rausgesucht, der mit MKLeo definitiv den coolsten Joker hat. Und ein Game gegen Johnny, einer der besten Steves. Top 3 Steve, Top 4 Steve. Vielfach einer der besten. Zwei richtig krasse Charaktere. Joker und Steve sind nicht Top-Tier, die sind Gott-Tier auf einem ganz anderen Level, finde ich. Gibt es ein paar Charaktere, die Top-Tiers nur irgendwie noch mal krasser sind wie Joker, Pikachu, Pyro, Shulk, Rob und eben halt ja, Joker, habe ich schon gesagt. Und halt auch Steve. Genau. So, und gegen diese krassen Charaktere will er jetzt ankämpfen. Irgendwie fängt das mit einem Match an. Da sind ja nur 10%. Sollte halt so okay sein. Los geht's. Zachary versus Prodigy. A.K. Kurama und gibt's wieder kein Commentary. Deswegen muss ich das übernehmen. Das war nämlich dieses Turnier, wo er richtig polarisiert hat, wo alle gemerkt haben, boah, der ist ja doch krass. Ist vielleicht doch besser als Dark Wizzy. Ja, sind natürlich die typischen Mario-Abwehr-Strings. Man kennt sie, man liebt sie. Oder man hasst sie, je nachdem. Ja, und der spielt auch diesen Hochzeits-Mario und wie gesagt, ich finde sein Mario einfach nur stylisch und ultra kreativ. Auch wenn wir jetzt hier Standardsachen gesehen haben. Da ist der Up-Smash Out of Shield einer der schnellsten Smashes. Einer der besten. Weil er eben halt auch noch die Hurtbox shiftet, weil er sich immer duckt. Sollte man definitiv nie unterschätzen. Wunderschönes Backer-Spacing, charged. Die Wasserkanone geht voll tief. Mist, die Neutral Air. Ja, Joker zu Edge kann, ist auch nicht das Einfachste. Joker so viele Recovery-Mix-Ups hat. Er hat halt einer der besten Recoveries im Spiel. Schön gestorben, Cape. Das kann Mario nämlich auch. Finesse mit Magnet, kann Mario mit einem Cape Stall. Da ist die Becke. Findet hier einen Kill nicht, aber einen Upsmash und das war es halt. Und der Upsmash ist halt so schnell. Ist einfach nicht aufgepasst, schon ist Upsmash da. Boah, war das gerade cool. Ich will nochmal zurück. Ich will nochmal zurück. Irgendwie funktioniert es gerade nicht mit Tastatur. Habt ihr die B-Reverse gesehen, wie er so Momentum die ganze Zeit geschiftet hat? Fantastisch. Einfach nur gut. Holt wirklich jeden kleinen Millimeter aus Mario raus. Ja. Down-Air, die killt auch irgendwann. Ja. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Oh Gott, was ist das für ein cooles Spiel? Beide finden den Kill nicht. Beide spielen so safe. Becker von Mario auch ein richtig safes Pressure Tool. Super zum Cross-Uppen. Und einfach eine safe Mario zum Spiel. So gut. Down Air.
Bin schon Abwehr und dann Cape gestallt. Oh Gott. Da wäre fast der Dragdown gewesen. Back Air und jetzt kommen die Up-Air-Strings. Krass. Aber das war's. Bei 200%. Kann auch mal sterben. Ja. Down Throne. Es geht wieder los mit der Up-Airs. Ja, die Up-Airs sind immer ein bisschen langweilig bei Mario. Das ist der Charakter. Trotzdem finde ich, spielt er ein cooles Mario, den ich hier gesehen habe. Ist einfach so. Wenn ihr Mario nicht cool findet, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Backdrop. Stage Control, Offstage. Aber wie gesagt, ich noch keinen richtigen Edgeguard gesehen gegen Joker. Aber er ist so schwer zu Edgeguarden, er ist. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Oh, Reverse Up Air. Und der catcht ihn. Mit der Down Air. Voll schön. Ja, Mann. Nee. Haut schön ab. Wird nicht gehuckt. Geabiert von Joker. Er spielt einfach so safe gerade. Den Joker darfst du auch keinen Mist bauen. Dann kommt halt ein Konto oder andere Murks. Deswegen. Eigentlich spielt er richtig, richtig ultra stylisch. Aber hier spielt er auch ein bisschen mehr patient. Muss auch gegen Zachary. Der gefühlt jeden Charakter kann und somit auch eines der besten Neutrals hat, die es so in der Smash-Community gibt. Da konnte sie nichts machen. Da hat auch der Cape-Stall nichts gemacht. Das fand ich cool. Ich habe mich nämlich eben schon gefragt, warum er nicht da oben stallt. Weil wenn Joker aus Händen hat, stallt doch einfach. Okay. Wie hat er das denn jetzt gekriegt? Einfach noch das aus einer Up-Air bekommen. Up-Air? Geht einfach für Forward-Air. Okay. Hat funktioniert. Ich glaube nicht, dass es true war. So genau kenne ich mit Mario jetzt auch nicht aus, aber ich glaube nicht, dass es true war. Aber es hat funktioniert. Aber benutze auch die Forward-Air jetzt nicht so oft. Ich werde es einfach benutzen und klappt's. Die Gegner nicht mit rechnen. Nicht mein Zachary hat damit gerechnet. Der für mich einer der besten Spieler weltweit ist. Mit Schwieg zusammen. Und Nairo. Ich mag halt Spieler, die ganz viele Charaktere spielen können, weil es zeigt für mich, dass die das Spiel richtig krass verstanden haben. Oh Gott, diese Kombos. Ich sag's euch, Zachary hat den coolsten Joker. Ich mag den mehr als MK Leos Joker, aber pssst. Sagt's nicht weiter. Und da kommt die AP und fantastisch die Alt. Klar, es war Town City. Stage wohl nach oben, wenn ich ganz so schnell stirbt. So, das war auch gut, ideal. Ab hier out of Shield, auch eine schnelle Option mit Mario. Noch ein bisschen schneller als Up Smash. Oh, der Tech Chase Read mit dem schnellen Down Smash. Tja, was war jetzt auch so ein Basic-Anfänger-Charakter wie Mario rausholen kannst, ne, wenn es perfektioniert. Finde ich schon witzig. Don't get me wrong, ne, Mario ist auch Top-Tier, aber er nie der Top-Tier, weil er Range-Issues hat und verglichen mit anderen Top-Tiers eben halt ein bisschen viel raus. Außer halt die Abwehr-Strings, die können echt ziemlich tödlich sein. Abwehr von Mario ist einfach absolut busted. Ich finde es so cool, wie er die Recovery macht. Er mixt oft so toll mit B-Reversals, mit dem Cape-Stall. Alles. Okay. Down throw, up air, neutral air und dann immediate landing, reverse arrow, rush back air. Da dann noch die andere Back air getroffen, wäre Joker tot. Das war ein insanes, schnelles Pressure Game. Also auch der Adventure State macht er hier gerade perfekt. Oh, ich finde es echt krass, dass so oft gegen Jokers Edgeguard in hier klarkommt mit Mario. Außer halt einmal, wo der Konter da war. Kannst du halt nichts machen. Geht durch die Stage, die Abi. Manche sagen nervig, manche sagen unfair. Aber so ist es halt. Guckt euch das mal an. Es geht mit Mii Swordfighter, mit Dr. Mario und Mario. Kannst einfach Cape benutzen, bis endlich an der Kante. So. Quasi wie so ein Ledge-Trump.
Hat aber ein bisschen gebackfired. Stage Control aufgegeben und dann hat er eben halt den Punish bekommen. Das war ein schönes. Hey, wir mixen den Shield ab und poken eventuell durch Setup. Hat aber nicht funktioniert. Schade. Oh, wieder Tech Chase. Und wieder ein Reward aus dem Tech Chase. Die soll heute weg, er. Sakurai hat irgendwie eine Tendenz, mal wegzurollen. Von Kurama und Mario ist ein schneller Charakter. Kann dementsprechend schnell aufholen und dann an der richtigen Stelle sein. Den entscheidenden Move setzen. Wie es ja auch jetzt hier zweimal hintereinander der Fall war. Also in der Situation rollt Sakurai komischerweise mal weg. Abfroh. Jetzt kommen die Abwehrs. Zwei Abwehrs, dann ein Neutral, der einen wieder in den ekligen Winkel nach unten schickt. Tech-Chase-Situationen schickt. Neutral of Shield ist auch eine gute Option mit Mario übrigens. Das hier noch nicht so oft gesehen, aber. Nur damit ihr das mal gehört habt. Ab hier, ab Smash, Neutral out of Shield. Back out of Shield. So die besten Options. Der Jab. Einfach eine schnelle Get-Off-Me-Option. Die Get-Off-Me-Option, der Jab, der eigentlich gar nicht so viel macht, hat Sakurai jetzt aber in eine Edgeguard-Situation gebracht. Und was macht Kurama raus? Perfect Time Daunted into Back Air. Was, glaube ich, ein True Kill Confirm ist. I'm out. Dieser Mario ist mir zu sick. I'm out. Der ist echt krass. Ich hab's ja gesagt, Prodigy. Der alte Name war Programm. Ist wirklich ein Wunder. Ist wirklich das Mario-Wunder. So, schon wieder Town in City. Schocki. Sakurai hat so krass angefangen, ne, mit der Combo einmal. Im letzten Game, aber. Trotzdem war es am Ende ein Two-Stock. Boah, wenn man Sakurai's Joker Two-Stock, dann weißt du, du hast irgendwas richtig gemacht im Spiel. Echt. Das ist so gut, der Mario. Ich bin voll das Fangirl geworden von dem Spieler. Ich meine, ich schaffe es mal, so einen einfachen Charakter wie Mario cool aussehen zu lassen. Das werde ich mal schaffen. Boah, das war eine eklige Gun. So einen ekligen Tech-Winkel. Das war's, ne? Ja. Die AP war vielleicht ein bisschen zu risky. Aber Landing Up erfordert er. Das ist eine True Combo. Mit Landing Up er auf jeden Fall. Boah, cooler Hook von Sakurai an der Stelle. B-Reverse Feuerball, warum nicht? Erst einen Rückzug antäuschen mit Feuerball B-Reverse reingehen. Coole Sache. Das ist nichts Besonderes, aber ich finde es cool. Boah, die Neutral von Mario ist so heftig. Dieser Winkel. So schwer zu taggen und. Oh. Wenn du nicht taggen musst, bist du offstage. Ein richtig perversen Winkel. Oh, Sakurai macht jetzt aber auch keine Gefangenen, ja. Der Mann ist wild geworden. Kann ihn wer sehen? Sakurai rastet aus, ey. Du wirst mich nicht 3-0, so nach dem Motto. Boah, wie er ausrastet, Karl. Backshow, offstage. Wasserkanonen-Charge und jetzt? Ah, Cape. Wie gesagt, eine Joker zu echt kann schwer, weil er eben mal zu viele Options hat. Da hat Sakurai sich jetzt dazu entschieden, ein bisschen länger zu hängen. Das wird schwierig. Oh mein Gott. Oh, dieser Joker ist so sexy. Ich liebe seinen Joker. Das ist eigentlich so ein richtiger Cecil gewesen. Das war ich aber mit Richter. Ich warte auf Plattform. Einmal falsch gespaced, einmal einen falschen Move gemacht. Sofort ab, in meinem Fall. Hier natürlich der Upsmash. Fantastisch gemacht. Warum nicht einfach mal ein paar billige Tricks auspacken? Das wäre so ein billiger Plattform-Trick. Wir stellen Moves aus dem Schild aus, zack. Das hätte wirklich von mir sein können. Hallo? Zero to 80. Jetzt wirst du auch Mario Top Tier aus. Es gibt ja immer noch Leute, die das bestreiten. Ja, Zero to 80, ne? Fast zumindest. Jetzt. Guck dir das an. Das eine Kombo ist alles true. Das ist alles true.
wirklich Gänsehaut auf den Rücken. Was so eklig ist. Immerhin kein Zero to Death, ne? Luigi und Bayonetta, Kazuya, ich schiele euch an. Oh, da hätte Zachary aber schön F-Smash hinsetzen können. Da hat er ein bisschen verchoked, finde ich. Auch wenn ich Zachary Joker wirklich liebe. Da hat er verchoked. Oh Gott, Last-Trip-Situation, das ist immer so. Ja, so eine Zitterpartie. Weil die Top-Player, die bleiben gefühlt immer ruhig. Aber ich kann sowas persönlich nicht. Was war das denn? Beide müssen ja upsmash. Okay, der ging onchiert und der upsmash trifft nicht von Mario. Setz aber dann den Jab hinterher. Eine sehr schnelle Option und wieder fantastisch die Alt von Zachary. Das überlebt hat. War wirklich keine Selbstverständlichkeit. Oh, ich dachte auch, du könntest sie grabben. Warum konnte er ihn nicht grabben? Wegen Jokers komischer Hurtbox-Shifting. Er ist irgendwie nach vorne geslidet. Komisch. Vielleicht hat er auch wirklich Sliding F gemacht. Gibt's ja den Input. Ich bin den Mac sehr wichtig. Crumb. Da ist schon wieder die Down-Air. Und schon wieder reicht das nicht. Aber die Back-Air, die reicht auf jeden Fall. Krass, 3-0 Zachary Joker mit Mario. Wir haben gesehen, dass Mario auch sehr destruktiv sein kann, aber irgendwie ist Mario noch relativ fair. Ein fairer Top-Tier. Heftig! Es war schon mal ein starkes Einstiegsspiel, wenn ihr mich fragt. Und jetzt kommt es gegen Steve. Da behaupten wahrscheinlich viele, dass das Matchup ungewinnbar ist. Mit Mario stelle ich mir ziemlich ätzend vor. Gucken, wie er sich schlägt. Irgendwie geht das schon wieder nicht hier. Jetzt geht's. Da geht's schon los. So, Johnny versus Kurama. Einer der besten Steves gegen den besten Mario der Welt. Mit richtig cooler Holobestia-Musik. I love it. Down air, up air. Reverse up air. Ich weiß nicht, ob das so speziell bedeutet war. Hat die Reverse up air Combo ja nie back air, ne? Deswegen macht er manchmal Reverse wahrscheinlich. Oh, komisches Setup von Johnny. Nervig. Das Steve-Setups finde ich mal gruselig, genau wie Pac-Man-Setups. Man nie weiß, was sie gelappt haben. Weiß nie wirklich, was sie damit vorhaben. Okay. Was soll Mario dagegen machen? Nein! Sag nicht, Johnny kämpft da jetzt wie so ein Bekloppter. Ich sammle mal meine Materialien, ne? Und dann kommt Upsmash. Oh, ist das widerlich. Ist das widerlich. Also ich habe schon eine Analyse zur Akula gemacht. Der hat nicht so eklig Camp hier an der Kante gespielt. Was war das jetzt für ein Anime-Protagonist? Zack, zack, ich lasse dich gar nicht mehr in Ruhe. Und jetzt kommt der One Punch. Boah, war das heftig. Richtig gut gepressert und dann zack, kommt die Forward M Richtung Moment. Fantastisch. The Advanced State von Prodigy ist gottgleich. Also von Kurama. Boah, das war aber auch gottgleich. Was hat Johnny denn da gemacht? Dagegen geschmissen und das kommt unter eine F-Smash? Warum geht sowas? Boah. Ja, Steve kann eklig sein. Joker und Steve halt mit den besten Charakteren im Spiel. Tja, und Mario ist da ja ein faires Top-Tier. Oh, Landing Up and to Up-Tilt. Das war auch süß. Versucht er die Recovery zu vermiesen mit den Blöcken. Okay. Hat auch nicht funktioniert. Da der Whiffed Grab, der hart gepunished wird. Oh, die Extends. Das Mario is out of the universe. Und jetzt geht das wieder los. Oh, ist so ehrenlos. Das ist halt wirklich ehrenlos. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt taunten, wenn ich Kurama wäre und... Naja. Ich meine, Johnny muss ja was machen, ne?
Weil Kurama hat ja den Lied. Zeit abläuft, wenn er. Zumindest wenn man auf die Prozent schaut. Das ist natürlich schnell ändern, Lied ist jetzt nicht der größte. Aber hey. Das Camping funktioniert nur, wenn du ein Lied hast. Mr. Johnny. Oh! Ja. Warum nicht? Cape ist gut gegen Steve. Gegen die Lore und es gegen den komischen anderen Quatsch da mit der Abi. Richtig nice. Das war auch mal cool. Boah. Wie viel Druck dieser Mario einfach macht. Das Combo-Game holt wirklich jede Situation perfekt raus, ey. Ich feier das. Ich kann so gut sein mit Mario. Echt jetzt. Okay, die hat zu viel Base-Knockback, ne, die Lore. Das ist mein Card. Das ist ein Verbrechen. Punisht immer perfekt. Das war so richtig Team Rocket. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Two-Stock. Mario, Two-Stock, Steve. Ah, es ist doch Alex. Da meinetwegen Alex. Dieser Typ ist echt vom anderen Stern. Er hat Mario noch weiter verbessert. Ich feiere das gerade so sehr. Jetzt kommt der Steve-Counterpick. Ah ja. Alex ist tot, jetzt kommt Steve. Kommt wahrscheinlich auch nur Enderman. Oder Zombie. Der Jab ist so ein Verbrechen von Steve. Viel zu safe, der Scheiß. Oh. Okay. Geht weiter mit der Advanced State. Es geht weiter. Oh, die AP gewifft, aber Steve kann das natürlich jetzt nicht punishen. Und weiter geht's. Advantage State geht weiter. Da ist weg, perfect space, perfect timed. Der ist so gut, ne? Der Typ ist so gut. Echt. Warum heißt er nicht mehr Prodigy? Das hat so gepasst. Guckt euch das an. Wie adapt auf Johnny. Adapt einfach auf Johnny. Ich glaube, damit hat er seine Moves anstellt. Das braucht Turn und IQ. Ja. Kannst du ja nichts machen, wenn dein Recovery verbaut wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann auch Kurama nichts machen. Oh mein Gott, ja moin. Jetzt kommen natürlich die ekligen Steve-Kombos, die genauso eklig sind wie Mario ab Air Strings, wenn du die perfekt machst. Schöner B-Reverse mit der Flamme. Feuerball. Nein, Diamant ist ready. Ist einfach so lange Pressure, dass er die Diamant-Axt nicht bekommt. Das ist, glaube ich, auch hier der Plan von Kurama. Ja, aber jetzt hat er die Axt. Oder auch nicht? Ich dachte, er baut jetzt seine Axt. Nö. Ja. Wollte Advanced State wahrscheinlich wegschmeißen. Habe ich das nicht eben schon gesagt? Das Minecart hat zu viel Base-Knockback. Schön. Gefühlt jeder Kill jetzt ab Smash, ja, warum nicht? Der Mario-Klassiker. Das war so savage. Das war so savage. Was hat er mit Landing Up Air oder Landing Neutral Air? Ich glaube Landing Up Air, ne? Er macht sowieso immer sehr viel Landing Up Air. Kurama. Die Up Air ist halt broken von Mario. Definitiv der beste Move. Bei Back Air auch krass ist. Landing Up Air Cape. Gebt ihr erstmal, wie frech das ist. Und Steve noch so. Mein Card in die falsche Richtung. Und hätte er das jetzt auch noch gecaped, wäre er tot. Zero to Death. Das fand ich so frech. Oh mein Gott, das habe ich richtig gefeiert. Oder? Das ist natürlich die Diamantenwaffe. Und ab hier. Nein! Oh Gott. Blöcke können so unfair sein von Steve. Habt ihr das gesehen? Aber hey.
Sakura überlebt noch. Plattform. Ah. Oh, das war nicht gut. Hat einen Tech gemisst und selber dann dadurch ins Disadvantage geraten. Vom Advantage ins Disadvantage. Nur durch einen Tech-Read misst. Okay. Oh, ich will noch ein Cape sehen. Ich feiere die Capes heute irgendwie. Okay. Die Back Air. Ja, Back Air, Up Smash. Bei ganz hohen Prozenten auch noch die Down Air. Ich sehe ein Muster. Ich sehe ein Muster. Da ist der Enderman. Da ist der Enderman. Also wenn er Johnny jetzt auch noch 3-0 macht, dann fress ich echt ein ganzes Besen. Kann man mit Sam Dreck und Staub. Der Typ ist einfach nicht mehr auszuhalten. Aber ich habe gehört, gegen MK Leota wurde er dann doch verloren. Ja, Beiliff, ne? Die Range gegen Mario, der gar keinen Range hat. Vielleicht auch ein bisschen tough. Oh, das weiß ich schon. Oh, der Enderman. Der fallende Boss quasi. Boah, schönes Recovery-Mix-Up von Johnny an der Stelle. Mit der Enderman. Da kommt der Amboss. Aber der Amboss hittet Mario nicht. Kann man den echt neutralisieren? Dann ist der ja gar nicht so schlimm. Einfach gegenhauen kannst wie bei Snakes und Nikita. Was war das denn jetzt mit der Wasserkanone? Da wahrscheinlich mit dem Roll-Getup gerechnet und wollen dann direkt wegspüren. Oh, die letzte Münze hat noch gestage-spiked. Oh, Tech Chase. Boah. Ich muss sagen, irgendwie rollen auch alle weg von Mario, was nicht so ganz verstehen kann. Aber ich finde eigentlich, das Beste, was du in Tech Chase neu machen kannst, ist Instant Tech Jab. Dann lauf voll viel in den Jab rein. Sakurai ist immer weggerollt. Johnny rollt gerne weg und kriegt auch immer dann die Reels. Die meisten rollen irgendwie immer weg von Mario. Finde ich ein bisschen komisch. Aber okay. Da stört er ihn beim Farmen. Beim Meinen. Mit der Wasserkanone. Den Dreck weg. Boah. Johnny ist just a boy. Was machst du mit dem? Das ist eine Vergewaltigung hier. Landing up air, einfach forward air. Tagged. Kriegt aber dann instant die Dash-Tag zu spüren. Boah, wie ich sein Mario feiere, ey. Wirklich. Das Mindcard, ganz ehrlich, ist einfach too strong. Der Move ist wirklich strong. Klar, kostet Materialien und so, aber trotzdem. Das hat aber ganz schön viele Prozent in kurzer Zeit bekommen, wenn nur mit Mindcard und Amboss und sowas. Ach. Das ist halt Steve in Nutshell. Warum macht er immer ein umgedrehtes L? War Luigi-Fan oder was? Der Jon. Ja, der Amboss, wenn er aufprallt, hat auch nochmal eine X-Red-Box. Er musste halt so blöd recovern, weil er die Blöcke waren. Und dann kommt natürlich da instant so ein Mist. Schön mit der Diamantwaffe natürlich. Guckt euch das an, diese Blöcke. Oh mein Gott. Das tut echt weh beim Zuschauen. Habe ich so Mitleid. Ich glaube, er hat schon anderthalb Stocks nur in Minecart alleine gemacht. Das Minecart. Ganz ehrlich. Ne, ich finde, Steve ist eigentlich voll in Ordnung, so wie er ist. Das Minecart hätte echt einen kleinen Nerf verdient. Das ist zu heftig. Einfach zu heftig. Oh Gott, ein kleiner Fehler hat immer noch die Diamantwaffe. Ja. Natürlich schön noch den Spike bekommen. Ja, Enderman war wohl doch ein bisschen zu krass. Der Enderman endet die Battle.
Kommt wieder Alex? Immer ein anderer Skin. Okay. Hier kommt richtig geiler Stuff. Hier habe ich was auf Twitter gesehen. Ich wusste, dass das Set fantastisch wird. Deswegen. Das wird wahrscheinlich jetzt das stärkste Game von Kurama. Oh, ja. Wäre da der Ariel nicht so schnell gewesen, wäre die Fort auf jeden Fall in Alex Gesicht gelandet. Oh, fast eine Fort er kassiert, hätte aber noch nicht ausgereicht, glaube ich. Zumal da unten Block war. Block hätte Mario jetzt echt gesaved. Hat nicht ganz gereicht, die neue Waffe zu bekommen. Ja, jetzt aber. Steinwaffe ist da. Die Musik ist voll weird. Oh nein, jetzt geht das wieder los mit dem Camping. Schön die Feuerbälle, ein bisschen nerven. Oh, ist so schwer. Wenn. Guck mal, wer Alex richtig steht, kriegst du die nicht. Ja, was heißt die? Alex ist ja nur ein Binary, ne, irgendwie. Weder männlich noch weiblich. Gibt's halt kein richtiges Pronomen im Deutschen. They. Da kriegt man they nicht. Sagen wir einfach Steve. Das ist einfacher. Dragon Ball Z! Bislang fehlt das Game eigentlich ziemlich straightforward. Oh Gott. Haus gebaut oder was? Das war aber voll schlecht gerade von Johnny, oder nicht? Warum F-Smash an der Stelle? Du hast ja Ende geleckt, zerstörst deinen Schutz. Das war wirklich schlecht. Habe ich nicht verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden, das Clay. Sonst spiele ich Johnny ja die ganze Zeit hier fantastisch. Aber das Play war wirklich jetzt dämlich. Genauso dämlich wie die Blöcke. Gott, ey. Einfach zugebaut, zugemüllt. Der Damage-Output ist mir auf anderen Stern. Durch die Diamantwaffe. Oh, Landing Up Air. Into 1000 Combo Strengths. Ah. Schau wieder die doofe Lore. Das ist mein Card. Der Ascend F-Smash, ja. Schon wieder fast ausgereicht. Zu wenig Risk auch dabei, weil er so stark ist und somit natürlich auch ausreichend Shield Pressure macht. Kann man fast gar nicht punishen. Ich bin gespannt, ob wir wieder einen Down-Tilt Forward Air sehen. Das war auch schon wieder so komisch. Mario steht rechts neben dir. Und dann kommt ein Up-Smash. Das ist nicht Wolf oder Rob, wo du richtig reingezogen wirst. Das Game finde ich tatsächlich ein bisschen seltsam gerade. Becke into Up-Smash? Das funktioniert mit Mario? Sehen wir noch nichts. Fake News. Weggespürt, Disadvantage. Ja, wir sehen hier Matchups, wo die Wasserkanone nicht so sinnvoll ist. Aber wenn du zum Beispiel gegen Wolfe so spielst, ist die Wasserkanone richtig krass. Schickst du Gegner offstage, haben keine gute Recovery und dann war es das. Aber Steve und Joke haben halt eine fantastische Recovery. Aber viele immer die Wasserkanone ein bisschen underraten. Sehr schade. Gute Zeit. Auf der Stage stirbt man nach oben eigentlich relativ schnell. Ist die Wasserkanone halt nicht richtig getroffen. Upsmash. Da geht wieder der Kram los. Schön farmen. Schön meinen. Genau. Schön campen. War auch schön, dass Kurama da auch die Chance ergriffen hat und wenigstens die Daumen hier aufgeladen hat, die Wasserkanone. Boah, und ich werde halt voll gut gemashed, aber trotzdem fast ganz unten. Konto noch hoch.
Trotzdem, einen ganzen Tag muss, ne, muss Johnny noch aufholen. Sieht nicht gut aus. Sieht doch gut aus für Kurama. Oh mein Gott. Das hätte es fast jetzt schon wieder sein können, ne? Die Diamant-Axt ist einfach zu krass. Oder Spitzhack, was das ist. Da ist sie weg, er. Das Game fand ich jetzt doch gar nicht so krass. Da wurden ziemlich viele Missplays gemacht. Von Johnny. Prodigy hingegen. Perfekt gespielt, also Kurama. Echt. Macht er überhaupt mal irgendwann einen Fehler? Ich glaube, eine AP hat er mal gemisst. Eine AP, die habe ich mal kritisiert. Aber sonst, das Spiel ja so perfekt, Mario. Advanced State Combo Game. Wann er reingeht, wann er die Moves richtig timet. Alles perfekt. Besser geht's nicht, ey. Kann man so gut Mario spielen. Fantastisch. Echt. Deswegen. Kurama kriegt immer mehr Aufmerksamkeit, ist immer mehr im Hype und das nicht ohne Grund. Denn er ist einfach Nummer 1. Ist einfach so. 3-1 gegen Johnny, 3-0 Zachary. Das heißt mit Mario. Was wir jetzt mal machen. Richtig krass. Feier es. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht hier. Endlich mal ein cooler Mario, der wirklich fun to watch ist. Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!